Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil der Due. So, und wir spielen natürlich weiter unsere Magma-Blöcke, die sind gut, die sind richtig gut sogar. Gefällt mir. Und wir kriegen jetzt Ardeit schon und Kobalt. Nicht so viel, wie ich mir erst gedacht habe, aber gut, das sollte eigentlich reichen, weil 1 zu 1 gibt, ich glaube, 2 Menyolin. Und jetzt gucken wir mal nach Menyolin. Casings. Casing kostet 8 Stück. Kein Ding. So, Quartz Amplified, da müssen wir noch Quartz für machen. Und da müssen wir Tertius machen. Tertius ist die nächste Stufe von Secundus, die höhere. Gold und Glowstone brauchen wir dafür. Okay. Ey, das ist gut. Das ist sehr gut sogar. Was braucht Glowstone? Für eine Combustion-Energie 1700. Das wird gehen damit. Ist ja geil. Das heißt, wir bauen, ich würde sagen, das Ding auch. Den Heater. Da brauchen wir eigentlich immer noch Quarz. Quarz, Quarz, Quarz. Quarz kriegen wir hin. Ja, Ingot Former, klar. Macerator auch klar. Wascher. Nee. Aloysmelter? Achso. Schon sagen. Wir brauchen. Nee. Was war das? Nee. Nee. Auch nicht. Netherrack. Hier. Wandert, will sich verarschen? Haben wir das schon gemacht? Haben wir schon Nether Quarz gemacht? Ich bin mir ziemlich sicher. Da, Dirty Quarz, genau. Meine Fresse. Genau, aus dem Nether weg. Nether weg war. Genau. 8 Steine und 3 Blaze Powder. Das werden wir jetzt mal machen. 8 Steine. 64. Ja, 8 mal. 8 mal 3 sind 16, 24. So, dann wollen wir mal so ein Stick machen. Das ist schon mal sehr gut. So, Quick Dropper. Ab geht es! Das Schöne ist halt, wir brauchen, wenn wir Steine benutzen, kein Glas mehr. Das ist das einzig richtig Geile daran. Weil das mit dem Glas, das ist richtig. Bleh. Wenn ihr versteht, was ich meine. Richtig nervig, finde ich. Danke. 21 Dirty Quartz, sehr schön. Malachit. Quatsch, Netherrack, das sind jetzt so Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Wo haben wir denn die Eimer hingepackt? Da. Ich meine, als ob wir kein Netherquarz hinkriegen, weißt du? Am Arsch. So. Wir brauchen. Wir brauchen Lava dann als Fuel, ne? Ja gut, das wäre jetzt auch nicht das Problem. Was ist denn eigentlich ein Heat Provider? So, keine Ahnung.
Nimm mal den, scheiß was drauf. Komm. Redstone. Ja gut, das sowieso noch nicht. Die Dinger. Davon machen wir insgesamt zwei. Ne, drei. Drei, drei. Drei, würde ich sagen, oder? Boah. Sit, sit. Kriegen wir nämlich auch hin. Zack. Haben wir. So. Messer Quarz können wir hier irgendwo reinpacken. Haben wir nur drei Stück von. Also jetzt nichts Weltbewegendes. So, dann wollen wir mal Manolin einschmelzen. Dafür brauchen wir ein bisschen. Wir brauchen jetzt hier noch drei Casings. Das heißt, wir brauchen schon mal dafür 8, 16 viele. Ne? So, jetzt haben wir Ardite und Kobalt. Da ist es. Das werden wir mal einschmelzen und daraus Manolin machen. Ich würde sagen, wir machen erstmal alles. Scheiß drauf. Schöne Ingot-Form. Wir machen einfach erstmal alles. Wir haben ja noch welches im Petto da. So, dann bauen wir unten im Keller, bauen wir die Dinger auf. Mit Kabeln. Ich habe nämlich vor, direkt Kisten, die da drunter sind, zu verkabeln. Und die dann halt im Prinzip oben bündeln irgendwo. Weil ich auch keine Lust habe, jedes Mal Keller zu latschen. Wir könnten zwar auch die normalen Barren wieder machen. Mal Blocks geht ja schneller. Aber ich will eigentlich Erze machen. Weil ehrlich, keinen Bock auf Glas zu machen die ganze Zeit. Weil, wie gesagt, Glas, das kann man auch automatisieren, klar. Aber du musst halt diesen Alchemical Dust die ganze Zeit durchjagen. Du musst den haben. Drei Blöcke, also das gibt nicht mehr. Gibt 1 zu 1. Das heißt, das reicht sowieso nicht. 8, 16, 24, da kriegen wir gerade mal die Casings fertig. Aber wir müssen ja auch noch die Dinger bauen. Da brauchen wir auch noch, ach du Scheiße, da brauchen wir richtig viel für. Okay. Gut. Vielleicht reicht es vielleicht nicht. Wir werden es sehen. Wir lassen uns überraschen. Weil wir brauchen alleine davon noch 6. 12 für die beiden. Plus 16 sind 28. Alleine für die. Kondenser. Für den Liter brauchen wir dasselbe nochmal. Sogar ein mehr. 7 plus 8, 15. Ja, könnte aber reichen. Werden wir sehen. Ein paar bleiben jetzt auch noch über. Wie gesagt, wir machen jetzt erstmal die Casings. Und ich würde sagen, ich fange, glaube ich, mit einem an, oder? Unten. Manolin ist auch komplett. Guck mal, da haben wir wieder ein paar Quests fertig. Und zwar ganz oben, bei Getting Started. So, da haben wir... Oh. Warte mal. 1050 ist natürlich geil. Squeaky. Meine ich wie 13. Alter. 13? What? Dann nehmen wir den. Kannst du mir mal. Sehr schön. Was haben wir da?
Excavator. Prudentium. Emerald. Alter. Emerald, Alter. Emerald Köppel Gibbet? Oh, toll, haben wir noch nie gemacht, die Ochse. Aber hier, wa? Da geht er. Da blöd ist natürlich. Evil Aura. Ich habe keine Ahnung, was Evil Aura ist. Ist mir egal, hört sich gut an. Yeah. 13 Attack Damage hat das Ding jetzt. Leck mich am Arsch. Excavator. Ich wusste gar nicht, dass man die Kacke aus Wrong aus Emeralds machen kann. War einfach der eigentlich richtig viel. So, ein Casing, zwei. Eigentlich brauchen wir erstmal nur zwei. Würde ich sagen. Oder? Ich würde sagen, wir bauen erstmal nur zwei. Wir bauen erstmal die beiden, den Heater und den Dingens fertig. Den Heater und den Kondenser. So, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Dann brauchen wir natürlich Glas. Den Dropper brauchen wir. Den brauchen wir auch noch. Den Inserter, aber wir bauen einen da hinten ab. Dann. Und wir brauchen auf jeden Fall Tertius. Das heißt, wir brauchen Glowstone. Was war das denn nochmal? Tertius. Tertius. Glowstone und Gold. Drei Glowstone und ein Gold. Das Problem ist, wir brauchen aber danach auch noch zwei Glowstone. Das heißt, würde ich sagen, ja, wir machen gleich noch Glowstone, müssen wir. Gold hatten wir auch schon ein bisschen über, ja, so 42. Alleine schon, dass die Effizienz durch Manulin halt höher geht, haben wir natürlich einen großen Vorteil. Da kriegen wir auf jeden Fall viel mehr raus. Und ich würde sagen, wir ernähren uns jetzt mal ein bisschen von Pizza. Hab ich Bock zu. So, dann machen wir jetzt Chemical Gold Ingots. Weil eigentlich brauche ich kein Glas mehr gerade. Denke ich. Hoffe ich. Weiß ich nicht. So, 6 Glowstone. Da machen wir 2 Gold da rein. Dann kriegen wir die Chemical Gold Ingots. Okay. Ja. 3 Stück schon mal. Immerhin. So. Wir müssen auf jeden Fall Glowstone machen. Das heißt, als erstes brauche ich den Heater. Menulin. Moment, da hat geschellt. So, sorry, musste mal kurz dran gehen. War ein Paket. Natürlich war es ein Paket. So, wie gesagt, ich würde sagen, wir bauen erst den Heater auf. Der Heater, dass wir den mit Lava befeuern. Genau, ich wollte hier gucken, ob Lava noch... Ja, hier ist noch Lava drin, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Wofür hatte ich das eigentlich gebaut? Ach, für den Konkret, genau. Für den Konkret war das. Hätte sogar schon reichen. So, kommen wir mal, die Heater. Da brauchen wir nur noch einen Redstone. Ist ja easy. So, dann machen wir das und das. Und dann machen wir eigentlich nur noch das hier, ne?
Haben wir den Heater schon. So. Ja, dann holen wir uns den Dropper. Holen uns Lava. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit der Lava tatsächlich. Ich hoffe, das funktioniert so. So, dann holen wir uns denn die Sachen hier. Und bauen den dann unten auf. Weil wir brauchen ja eigentlich nur einen Combustion Controller. Ja, einen Knopf. Der ist ja, ne? Richtig wild. Und einen Quick Dropper. Weil Glas haben wir ja noch. Was? Hau mal den Stein hier kurz rein. Und den Sand. Dann wir. So, den bauen wir unten im Keller. Wir bauen jetzt im Keller unser Teil hin. Wie gesagt, hier haben wir immer noch Platz. Meins passt dann eigentlich auch eher hier hin, finde ich. Ich würde sogar sagen, eher hier so hin. Wir könnten theoretisch mit Farben nachher arbeiten. Wir haben, obwohl, ne, das passt nicht. Wir müssten auf jeden Fall einen zweiten Furnace haben. Damit wir mehr Steine kriegen. Und wir müssten definitiv... Was? Krass, dass er nicht ganz schafft, ey. Wir haben... Ach ja, wir müssten auf jeden Fall noch die Leitung auswechseln in die Conduits. Das kriegen wir aber auch hin. Und dann auf jeden Fall einen zweiten Furnace, der im Prinzip dafür arbeitet. Das Gute ist, wir können theoretisch dann von dem Furnace aus einfach oben an die Leitung dran, dann machen wir eine andere Farbe und ab geht's. So, das heißt, wir brauchen aber Holz. Und noch ein bisschen Gehölz. Wir müssen mal kurz was ablegen. Weil wir haben definitiv zu viele Sachen bei. Das brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir auch gerade nicht. Das brauchen wir gerade nicht. Dich auch nicht. So. So, da werden wir jetzt mal in breit machen. In breit. Dann werden wir da unten mal ein bisschen ausbauen. Unsere Plattform. Hier hinten. Weil wie gesagt, hier werden die Sachen hingebaut. Okay, hier ist ja... Hier müsste eigentlich Glas dran ran. Tatsächlich. Haben wir noch was? Ne, das war's sogar. Ist gut. Das müssen wir natürlich ein bisschen ausleuchten. Logisch. So. So. So, und ich würde fast sagen, wir bauen die... Den Heater bauen wir kackfähig. Ich würde sagen, hier so hin. So, da kommt der Heater. Jetzt haben wir natürlich... egal. Machen wir es so. Wir haben es ja. So, da kommt da der Quickdropper noch drauf. So. Und ja stimmt, das Ding kommt ja euch auch weg. Weil da kommt ja das Teil dran. So, jetzt kommt noch der Knopf da dran. Und dann sollte das eigentlich schon gewesen sein, ja. So, und theoretisch müssten wir... Scheiße, wir müssten da tatsächlich... Wir müssen die Lava da reinpumpen. Lava Fabricator wird es nicht geben, ne? Doch, gibt's wohl. Da brauchen wir aber den Blaze Rod für. Können wir sogar bauen. Brauchen wir einen Lava Fabricator? Dafür? Haben wir einen Machine Case? Haben wir sogar. Gut. Dann ist die Entscheidung ganz einfach.
Wir bauen uns ein Lava-Fabricator. Gar kein Geschiss drum machen. Block of Redstone. Easy. Wir brauchen zwei Blazewats. Easy. Den Dinger im Kompressor rein. Achso, wir haben ja noch hier. Hier kannst du mal machen. Hau rein. So, dann machen wir ein Obsidian und ein. Ja, ich weiß, dass man hier. Ja, warte mal, hä? Oh, wer hat denn da das Wasser drin gelassen? Das ist mein Eimer. Ich weiß, dass man, ja, den Tipp habe ich auch noch gelesen gehabt. Ja, man kann Wasser auch drüber laufen, drüber lassen. Ist mir entfallen tatsächlich, das weiß ich noch. So. Obsidian haben wir auch. Blazewats haben wir auch. Jetzt brauchen wir noch zwei Plastik. Weil ich auch wieder irgendwo abgelegt habe. Da. So, ein Obsidian, dann kam hier das hin, da kam das hin, da kam das hin und dann kommt der Tech, das Ding, so, sehr schön. So, jetzt weiß ich nur nicht, haben wir noch Stromkabel? Ja, haben wir sogar, 51, oh, das ist gut. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Ich will gerne die, natürlich die Dinger haben hier, die Fluid Conduits. Da brauchen wir Quite Clear Glas für. Ich glaube, da brauchen wir irgendein Glas eigentlich, oder? Brauchen wir Quite Clear. Kannst du ja normale mal anzeigen? Ich werde sehr verbunden. Nur mehr Leuchten, Alter. Geht das? Really? Warte mal, wir haben doch. Haben wir, ist das nicht? So, ja, siehste. Ich wusste, dass das geht. Sonst da nämlich auch irgendwie anders machen. Mit Dingen mit Chisel konntest du dann machen. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Nicht das Stained Glas, aber ein anderes. Ich glaube sogar, du kannst irgendein Glas nehmen. Mal ausprobieren. Du musst es irgendwas chiseln. Any fused glass. Da kommt irgendein anderes Glas noch gleich. Stained Glas.
Ihr Glas. Warte mal. Kann das vielleicht sein, dass man das Glas nehmen kann dafür? Ich wollte schon sagen. So. Dankeschön. Sehr schön. Da haben wir sie doch. So, wir haben eine Lava Fabricator. Ja, das dauert jetzt ein bisschen Zeit hier gerade, aber das ist mir egal. So, den Lava Fabricator, den stellen wir einfach mal. Ich würde sagen, hier so hin. Warum nicht? Problem ist nur, komm nicht tiefer, ne? Wohl. Mal kurz abtauchen. So. Jetzt kommen wir tiefer. So, dann machen wir eben noch fertig, bevor ich jetzt Ende mache. Schön unter Boden, dann sieht man das auch nicht so. Ja. Kriegt das hin? Nein, so nicht. So sollte es, genau. Problem ist nur, jetzt komme ich hier nicht raus. Und mal so, so komme ich raus. Okay. So. Das haben wir. Jetzt haben wir natürlich zu wenig Dingens hier. Jetzt brauchen wir noch Strom. Weil das nicht das Problem ist. Dann machen wir zack, zack, zack. Und ab geht es. So, und zack, wir kriegen Lava. Vielleicht. Kriegen wir jetzt Lava? Kriegen wir keine Lava? Hallo? Kriegen wir jetzt Lava? Oh. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Aber warum kommt da keine Lava rein? Verstehe ich jetzt nicht. Insert, ja, ja. Aber normalerweise müsste das doch gehen, oder? Ich meine, der pumpt hier auch irgendwo hin. Ist ja nicht so, dass der, ne? Ich meine, der pumpt hier. Irgendwo müsste hier hinkommen. So, und da. Ah, jetzt kommt Lava an. Jawohl.
Sehr gut. Sehr schön. Guck mal, läuft. Lass mich hier wieder raus. So. Gut, dann würde ich sagen, das läuft auch. Dann haben wir den Heater schon mal drin. Wir hatten eine 5400%ige Efficiency. Ne? Also, hat schon was. Und da würde ich sagen, bauen wir auch weiter. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt hier lang baue. Dann würde ich ja hier zubauen, theoretisch. Aber ich habe da ein bisschen quite clear Glas. Oder ich ziehe den einen vor und baue die hier hin. Ne, wenn, dann baue ich die dahinter, glaube ich. Gut, aber ich würde sagen, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde die Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal zu einer Runde Minecraft Enigmatica Teil 2. Tschüss singen.